Herr Wolf, heute wird der Bericht des Büros für Technikfolgenabschätzung im Deutschen Bundestag vorgestellt. Was sind aus Ihrer Sicht die Hauptpunkte darin? Also die Hauptpunkte zeigt, dass dieser Bericht deutlich macht, wie verletzlich auch Deutschland ist im Bereich der kritischen Infrastrukturen, aber auch in vielen anderen Bereichen, wo wir uns Gedanken darüber machen müssen, was passiert, wenn eine Großschadenslage, eine Katastrophe auf uns zukommt. Er zeigt deutlich auf, dass wir da noch nicht wirklich gut aufgestellt sind, sondern dass wir auch auf Landes- wie auch auf Bundesebene uns Gedanken über bessere Strukturen machen müssen. Und wie sähe das aus Ihrer Sicht? Also wir brauchen aus meiner Sicht einen Inspekteur des Bundes, der sich genau um die Koordinierung des Katastrophenschutzes in Deutschland Gedanken macht. Und was wären dem seine Aufgaben? Der sollte zusehen, dass die Einheiten, die wir in Deutschland haben, viele ehrenamtliche, aber auch hauptamtliche Rettungskräfte koordiniert werden. Wir sollten wissen, welche Kapazitäten Deutschland zur Bekämpfung von Katastrophen hat und diese auch effektiv nutzen können. Die FDP-Bundestagsfraktion hat ja diesen TAP-Bericht letzte Legislaturperiode initiiert. Und für uns war gerade wichtig, nüchtern mal zu betrachten, außerhalb von irgendwelchen Krisenszenarien zu überlegen, wie wir in Deutschland uns vernünftigerweise in solchen Krisenfällen auch aufstellen können. Dass es aktuelle Situationen gab, damals im Münsterland der Stromausfall oder auch die Emsland-Fähre, zeigt ja auch nur, dass wir auch in Deutschland noch erheblichen Nachholbedarf haben. Super, vielen Dank.